Wir schaffen es, die besten Fahrer vier Disziplinen in einem Lauf zu vereinen. Und genau das finden wir raus. Wir sind bei der Red Bull Skills 2013 hier im Lenzer Heide. Es fängt an mit Super-G. Es geht über in den Slalom. Den Abfahrt. Den Riesenslalom. Die größte Tücke ist eigentlich nach dem Steilhang oben. Nach dem Super-G geht es gleich ins Slalom. Und ja, es ist schon ein ziemlicher Distanzunterschied, sehr eng dann im Slalom. Es war recht unruhig, es hat mich durchgeschüttelt von oben bis unten. Und schlussendlich war ich wirklich froh, gewesen, dass ich noch Zweite geworden bin. Es war so ein Rennen, das nicht hast können. Alles auf Zug und einfach alles voll Risiko. Sondern man musste mit Kopf, sprich ab und zu mal querstellen und fliehen. Da hat die Erfahrung schon ein bisschen geholfen. Ja. Jede Disziplin voll angreifen und dann in die nächste rein. Muss man wahrscheinlich ein bisschen Tempo rausnehmen, aber auch nicht zu viel. Ja, vielleicht hätte Tan noch mehr ins Ziel rühren, dann hätte es nicht gelangt. Aber ja, das weiss man nie. Hier auf diesen Disziplinen kann man einfach nicht sagen, ob man schnell ist oder nicht. Alles gern, dann im Ziel. Finger noch für gekippt und dann 100 Stunden geholt. Das ist geil. Das Glück von mir ist schon, dass ich ein bisschen die Erfahrung einspielen konnte. Normalerweise waren wir ja die Jungen um die Ohren. Das ist jetzt ein guter Abschluss.